So, als erstes müssen wir das Teil natürlich wieder auseinandernehmen. Und leimen dann die Zwischenwand, verleimen die Zwischenwand mit dem Mitteldeck. Das war zu viel. Hier immer wieder besonders auf die Vernetzung der Stirnflächen achten, weil die nehmen manchmal nicht so gerne den Kleber an. So, das war es auch schon für den ersten Arbeitsschritt. Das schiebe ich jetzt hier hinten drauf. Bei den größeren Spaceports sind es halt mehr Zwischenwände. Aber wie gesagt, das Prinzip ist überall gleich. Tendenziell muss man natürlich bei den größeren Spaceports etwas schneller arbeiten. Beziehungsweise diese Geschwindigkeit ist ausreichend, das dauert halt länger. So, jetzt habe ich grob den Leim weggezogen und werde den Rest jetzt noch mal eben im Schwamm abwaschen. So, das Teil ist zurück aus der Wäsche. Wir werden jetzt dieses Gebilde in die Rückwand einsetzen. Bei der Rückwand ist der größere Teil dieser Öffnung unten. Das heißt, das Ganze gehört nachher so da drauf. Entschuldigung, andersrum. So gehört es drauf. Jetzt kommt wieder ein bisschen Fleißarbeit. Leim auftragen. Je größer die Spiceboards werden, desto systematischer sollte man vorgehen, damit man nicht durcheinander kommt. In den Outtakes werdet ihr sehen, dass es bei größter Mühe trotzdem passieren kann. Umso wichtiger ist es, dass man sich immer wieder daran erinnert, dass man systematisch vorgeht. Ich habe diese Teile ja selbst entworfen und trotzdem bin ich nicht frei davon. Mir passiert es auch, dass ich Teile in der Eile falsch rum zusammensetze oder falsche Stellen eingeleimt habe. Alles kein Beinbruch. Man kann Weißleim immer schön wieder abwaschen. Aber es nervt halt, wenn man muss dieselbe Arbeit nochmal machen. Ups. So. Da muss noch was hin. Dann die Stellen, wo die Stirnseiten berühren. Und schon sind wir fertig mit Leim auftragen. Anschließend das Teil
so hinlegen. So, besser. Und dann das, was wir schon zusammengebaut haben, da einsetzen. Auch das ist natürlich bei den größeren Spice Pots etwas mehr Arbeit, wenn man mehr Teile justieren muss, aber sobald die ersten Teile mal passen, wird der Rest immer einfacher. Und es ist auch alles so genau gefertigt, dass alles wirklich sehr genau passt und kaum irgendwelche Richtvorrichtungen notwendig sind. Bis auf das letzte Ende. Man sollte nachher den Spiceboard auf einer geraden Fläche fixieren und über Nacht trocknen lassen. So, das war's schon mit der Rückwand. Kurz abwaschen und dann geht's weiter. So, das Teil ist weitestgehend von Leim befreit. Beim Abwaschen solltet ihr immer dran denken, das Wasser möglichst schnell zu entfernen. Es ist kein Problem, wenn das Holz kurz mit Wasser in Berührung kommt. Aber man sollte schnell entfernen, weil das Sperrholz ist so eigentlich nicht wasserfest. Das kann man dann später erreichen durch eine Endlackierung. So, jetzt kann man entweder die Unterseite oder die Oberseite aufsetzen. Ich nehme gerne die Oberseite, weil sie etwas mehr Stabilität reinbringt. Die Oberseite probieren wir gerade mal eben aus, wird so rum aufgesetzt. Ja, da habe ich schon mal einen Fehler gemacht. Und darum ist es gut, mal eben vor dem Einleimen nochmal zu gucken, wie die Teile genau zusammengehören. Noch die Auflagen für die Stirnflächen. Hier von beiden Seiten. Und schon ist hier überall ausreichend Leim aufgetragen. Und mal gucken. Das hier ist die Rückseite. Da ist ein Schlitz und der zeigt zur Rückseite. Jetzt kann ich mir die Oberfläche aussuchen. Ich möchte diese Seite oben, das heißt, das ist unten. Und infolgedessen berühren die Stirnflächen hier. Und da muss dann auch der Leim drauf. So, fertig Leim auftragen. Immer wieder das Gleiche. Ich fange gerne so rum an. Ich lege die Rückseite zu mir, damit ich die Verzapfung sehe. Setze in die Verzapfung ein. Drücke den Deckel etwas gegen die Rückwand und senke es. Senke ihn dann auf die Zwischenwand. In diesem Fall ist es eine
Ansonsten sind es natürlich mehr, aber wie gesagt, im Prinzip immer das Gleiche. So, so sieht das bis jetzt aus. Ich entferne hier nochmal grob mit dem Pinsel den Leim. Und richtig sauber machen jetzt mit dem Schwamm. So, so sieht das schon mal viel schöner aus. Man kann schon erkennen, dass alles sauber zusammen sitzt. Alle Abschlüsse sind bündig. Und wir setzen jetzt die Unterseite auf. Boah, ist ja langweilig. Na geht. Denkt immer an das schöne Ergebnis, was ihr bekommt. Und dann fällt einem das alles schon sehr viel leichter. So, das war es damit auch schon. Das ist das Unterteil. Da werden nachher die Gläser eingehängt. Da werden am Ende auch noch die Passflächen für die Gläser aufgeleimt, aber als erstes kleben wir jetzt mal den Korpus zusammen und ganz zuletzt die feinen Teile, die aus dem 0,8 mm Material gemacht sind. Dann kann man vorher den Korpus nochmal beschleifen. Kleine Fehler korrigieren. So, das war es auch schon. Rückseite zu mir. Hinten ansetzen. Absenken und schon passt alles. Kleberkorb entfernen. Und so sieht's aus. Jetzt kommt der Schwamm. So, jetzt kommen wir zum vorletzten Schritt. Jetzt werden die Seitenwände aufgesetzt.
ausreichend Kleber an den richtigen Stellen. Bedingung ist erfüllt. Jetzt die Seitenwand, vorher gucken, wie sie drauf gehört. So rum gehört sie drauf. Ja. Das ist innen. Solange ich nur diese Vertiefung mit Leim bestreiche, kann ich mir noch Innenseite und Außenseite aussuchen. In dem Moment, wo ich die Stellen bestreiche, wo die Stirnflächen berühren, ist die Entscheidung eigentlich gefallen. Klar kann ich nochmal alles auseinandernehmen und sauber machen, aber wenn ich das nicht möchte, dann treffe ich an dieser Stelle die Entscheidung, was innen und was außen ist. So, fertig. Ich setze das dann so an, klappe das Teil hoch und es passt. Da wir nur gerade Flächen haben, kann man einfach immer von oben Druck ausüben und dann hat man schon die Passung. So, Kleber grob entfernen. Normalerweise würde ich das jetzt mal eben mit dem Schwamm abwaschen, aber da habe ich jetzt keine Lust zu und mache gleich weiter mit der zweiten Seitenwand. So, in den Sprechpausen hören Sie Tanzmusik. Aber ist auch schon vorbei. Passt. So, nochmal gucken, wie es drauf gehört. So rum, das heißt, hier ist innen. Jetzt bin ich allerdings festgelegt, weil es von diesen Dingern nur zwei Stück gibt. Und da kann ich mich einmal entscheiden, ob rechts oder links, aber zweimal nicht. Da haben wir schon. Nochmal zur Sicherheit. So gehört es drauf. Hier ist innen. Unten ansetzen. Hochklappen. Und dann sollte das passen. Und es passt. Das ist doch schön. Auch nicht immer der Fall. Also war mein Bausatz natürlich schon. Und jetzt
wird das Ganze mal eben kurz abgewaschen. Dann noch die Frontwand und dann ist der Korpus fertig zum gespannt werden. Ja, jetzt kommt der letzte Schritt vor der Anbringung des Schriftfeldes und der Passflächen für die Glasdeckel. Jetzt setzen wir die Frontwand ein. Die kommt hier so drauf. Und da fangen wir jetzt mal eben mit an. So, die Stirnwand sitzt hier stumpf auf. Das heißt, hier muss auch Leim drauf. So viel zum Auftrag. Dann ist das hier innen. Insofern berühren hier die Stirnflächen. Müssen wir natürlich auch mitnehmen. Aber das war es auch schon. Und jetzt, ah nein, gar nicht. Was habe ich eben gesagt? Die Front liegt auf dem Korpus stumpf auf. Das heißt, das hier müssen wir auch mitnehmen. Da war ich auch etwas schlampig. Man sollte wirklich hier vor dem Einleimen mal eben kurz mit dem Schleifpapier drüber geben, weil hier sind noch Reste von den Stegen, die könnten da drauf sein. So, noch das Teil sitzt perfekt an seinem Platz. Kleber entfernen, eben abwaschen und dann kann man es über Nacht einspannen. Beim Abwaschen ist besonders wichtig diese Kante, weil da 0,8 mm Material drauf kommt und der kleinste Kleberrest, diese hier, dazu führen kann, dass die Beschriftungsblende nicht sauber sitzt.